Hi Leute, ich bin Svenja von Fahrrad XXL. Die Zahl der Verkehrstoten ist im letzten Jahr wieder gestiegen, was daran liegt, dass mehr Fahrradfahrer im Straßenverkehr verunglückt sind. Dabei ist das Fahrrad eine super gute und umweltschonende Alternative, um sich in der Stadt fortzubewegen. Doch die Infrastruktur ist wirklich noch ausbaufähig. Es gibt viel zu viele gefährliche Situationen. Diese will ich euch heute zeigen und euch Tipps geben, wie ihr die am besten meistert. Gerade Ausfahrten sind für Fahrradfahrer eine super heikle Situation. Hier drüben kommen Autos aus einer Tiefgarage gefahren und der Fahrradweg verläuft gleich parallel zur Straße. Hier ist es super wichtig, dass der Fahrradfahrer sich langsam der Ausfahrt nähert und gegebenenfalls Augenkontakt zum Fahrer hält. Noch gefährlicher sind Ausfahrten, wo der Fahrradweg auf der Straße ist. Besonders Achtung hier walten lassen, damit man nicht übersehen wird. Fahrradwege, die in den fließenden Verkehr münden, bieten eine besonders hohe Gefahrensituation, da Fahrradfahrer sich dann in den fließenden Verkehr einordnen müssen. Hier ist es besonders wichtig, dass Fahrradfahrer sich bemerkbar machen. Am besten mit einem Schulterblick und einem Handzeichen. Mit dem Schulterblick können Sie überprüfen, ob hinter Ihnen ein Auto kommt, und im Handzeichen geben Sie dem Auto einen sichtbaren Hinweis, dass Sie sich jetzt in den Straßenverkehr einordnen. So sind beide auf der sicheren Seite und Unfälle können vermieden werden. Doring-Unfälle werden Unfälle genannt, in denen Autofahrer unachtsam ihre Fahrradtür öffnen und somit Fahrräder zum Sturz bringen. Deswegen ist es wichtig, einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu parkenden Autos zu halten, damit solche Unfälle nicht passieren. Und Autofahrer sollten natürlich achtsam sein, damit sie Fahrräder nicht zum Sturz bringen. Das sind die 1,50 Meter, die man am besten zu Autos als Sicherheitsabstand hält, damit man von aufgehenden Türen nicht erfasst wird. Wo wir gerade schon bei 1,50 sind. 1,50 bis 2 Meter ist auch der Sicherheitsabstand, den Autos zu Fahrradfahrern am besten halten, wenn sie diese überholen wollen. Das ist ein ganz schön großes Stück. Manchmal ist dieser Abstand aber allerdings nicht gegeben. Dann sollten Autos ihren Überholvorgang am besten abbrechen und sich hinter dem Fahrrad einordnen. Abbiegesituationen können für Fahrradfahrer immer sehr gefährlich sein. Gerade wenn Fahrradfahrer selbst abbiegen, ist auf jeden Fall immer wichtig, einen Schulterblick zu machen und ein Handzeichen zu geben, damit andere Verkehrsteilnehmer wissen, dass sie abbiegen. Gerade bei so einer Situation, wie Sie jetzt haben, wenn man gerade ausfahren kann und abbiegen, ist es besonders gefährlich für Fahrradfahrer, wenn sie gerade ausfahren. Manch ein Auto kann ein Fahrradfahrer übersehen. Manche Autos sind jetzt schon mit Sensoren ausgestattet, damit sie Fahrräder wahrnehmen, auch wenn der Autofahrer oder der Fahrer sie gar nicht sieht. So, nun sind wir auch am Ende unserer Fahrradtour durch Darmstadt und es ist gar nicht so einfach, sich als Fahrradfahrer im Straßenverkehr zu beweisen. Deshalb ist es auf jeden Fall an der Zeit für eine bessere Fahrradinfrastruktur. Seid ihr als Fahrradfahrer oder auch als Autofahrer schon mal in solch gefährliche Situationen gekommen? Und wie habt ihr euch dann verhalten? Schreibt uns unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal für noch weitere Videos. Das war's von mir, eure Svenja von Fahrrad XXL.